Also, ich bin die Gundi, grüß Gott, und ich mache heute mit euch Leberknödel, gebackene Leberknödel. Gundula lebt in Niederösterreich nahe der tschechischen Grenze und hat das Rezept von ihrer Oma gelernt. Man kann sich die Leber auch beim Metzger faschieren lassen. Gundula faschiert ein halbes Kilo Rinder und ein halbes Kilo Schweineleber. Jetzt kommen 4 Zwiebeln und 6 Knoblauchzehen mit in die Küchenmaschine. Meine Oma hat Koch und Konditorei gelernt in Pressburg in der Slowakei und war eine begnadete Köchin. 3 Handvoll Majoran, etwas Salz und Pfeffer kommen jetzt zur faschierten Masse. Zehn ganze Eier und ein gutes Kilogramm Semmelwürfel werden jetzt unter die Masse gehoben. Jetzt merkt man, die Masse nimmt jetzt Gestaltung, ist nicht mehr so flüssig. Und so lassen wir es jetzt 10 Minuten rosten und dann machen wir die Knödel. Sonnenblumenöl wird in einem Topf erhitzt. Mit einem Holzkochlöffel kontrolliert Gundi die Temperatur. Wenn kleine Bläschen aufsteigen, passt die Temperatur und es kann losgehen. Die Handflächen ins Wasser tauchen und dann Knödel formen. Rein ins heiße Öl damit und die Temperatur auf mittlere Stufe zurückdrehen. Nach jedem zweiten Knödel die Hände wieder nass machen, so lassen sie sich leichter formen. Die Leberknödel werden jetzt langsam 15 Minuten herausgebacken. Die Knödel herausnehmen und in einem Sieb abtropfen lassen. Aber man kann auch schauen, ob die Knödel durch sind, indem man schaut, ob sie sich tragen. Aber ich gehe natürlich auf Nummer sicher und schneide einen auseinander. Weil man muss ja kosten, was man gemacht hat. Es ist wieder mal gelungen. Tomaten, Eisbergsalat, eine Gurke und roter Zwiebel werden mit Zucker, Salz, Knoblauchpulver, Olivenöl und mit Wasser verdünnten Essig mariniert. Das sind jetzt meine gebackenen Leberknödel, in dem Fall mit einem Salat, aber wie gesagt auch mit Suppe kann man machen. Und ich wünsche euch einen guten Appetit und viel Erfolg beim Nachkochen. Gundula und ihre gebackenen Leberknödel sind fantastisch. Abonnier den Kanal für mehr Rezepte von Cooking Grannies.